So, meine Damen und Herren, liebe Community, damit herzlich willkommen zurück zu unserem Fernbus Flixbus Simulator. Gerade noch die Trophäe Metropolitan bekommen, während ich den Spielstand geladen habe. Also die Trophäe hätte ich wahrscheinlich schon erhalten sollen, wo ich hier angekommen bin. Also lustig, man startet das Spiel und kriegt erstmal direkt eine Trophäe. Und heute fahren wir noch auf jeden Fall die letzten zwei Haltestellen ab. Das müsste jetzt noch sein Kiel und Flensburg. Da ich ja schon die Fahrt bis eine Minute vor Abfahrt übersprungen habe, brauchen wir die Fahrt nur noch starten. Würde ich auch sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei rum, sondern wir legen los, beziehungsweise wir fahren los. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. Und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like... You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, und damit verlassen wir das schöne Hamburg wieder. Und jetzt geht's weiter Richtung Kiel.
Könnten Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Reg dich ab. Wir haben's eilig. Wir wollen die Tour zu Ende bringen. Ich fahre doch unfallfrei. Nein, Spaß. Aber ich fahre doch sicher. Also ich weiß, was ich tue. Leave me alone. Nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes sagen, aber egal. Ist nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, wir werden doch eh von der KI eingebremst. Also von daher. So, noch die Trophäe Night Owl bekommen. Ich glaube, das war jetzt für 72 Stunden Nachtfahrten. Also schon wieder zwei Trophäen in diesem Video erhalten. Sehr schön. Ja, schade, dass ihr die nicht seht, aber dafür habe ich das falsche Aufnahmeprogramm. Dafür nehme ich halt nur mit der PlayStation auf. Mit einer Elgato und einem vernünftigen Laptop oder PC nebenbei zum Aufnehmen. Dann würdet ihr auch immer sehen, wenn ihr Trophäe aufploppt. So seht ihr es leider nicht. So kann ich euch nur sagen, was ich erhalten habe. Aber ist ja auch nur nebensächlich, ist ja auch nicht wichtig. Sagen, die Autobahn ist so frei, da können wir auch mal ordnungsgemäß auf der rechten Spur fahren.
habe jedes Mal Schiss, weil wenn man hier 100 fährt und der Taxifahrer würde jetzt eine Vollbremse machen, dann hängen wir wieder hinten drauf. Also, wenn ich kann, fahre ich ganz gerne auf den Spuren, wo vor mir nichts los ist, damit, wenn einer vor mir eine Vollbremse macht, wir nicht auffahren. Ist uns leider schon oft genug passiert. Weil die KI ist ja bekannt dafür, ab und zu mal eine Vollbremsung zu machen. Und ich denke mal immer, so mit Absicht Unfälle provozieren müssen wir ja nicht. Aber wenn es passiert, dann liegt es halt meistens an der KI. Meistens, nicht immer, aber doch zu 99%. Also mindestens 95%. So, kann ich jetzt wieder rüber? Ich hoffe. Lässt er mich hinter mir? Ja, er lässt mich. Okay. Auch da kann man sich nie sicher sein, weil manchmal tritt die KI mit Absicht aufs Gas und zieht an dir vorbei. Da wollte ich jetzt noch unbedingt mit drüber über die Gelbphase. Hat man gemerkt, ich habe mich ein bisschen spät gebremst, aber wie sagt der Kölner so, es hätten noch immer Juti, Junge. Oder es ist noch immer Juti, Junge. So, noch sagt das Navi 100, aber wir sind schon in der Stadt, wir sind schon in Kiel, also sollte ich vielleicht mal von 100 runtergehen, genau jetzt. Hier steht nämlich auf Navi auf 50. Ich habe mich schon gewundert, warum man Navi noch immer 100 sagt, weil in der Stadt 100, das geht nicht gut. Der nächste Blitzer ist nicht weit. Auf jeden Fall ging das ja jetzt mal richtig schön flott. Vom Hamburg Zopp nach Kiel, also das ging jetzt richtig schnell. Bin ich gespannt, wie lange es noch hier von Kiel dauert bis Flensburg und dann haben wir doch diese Tour so langsam aber sicher hinter uns. Was heißt so langsam aber sicher? Dann haben wir die Tour hinter uns, weil das ist die letzte Route jetzt. Kiel noch nach Flensburg und dann ist die Tour auch abgeschlossen. Dann werde ich am Ende mit euch nochmal da ins Hauptmenü gehen, wo man die Strecken erstellt, um nochmal mich davon zu überzeugen oder dass wir uns nochmal davon überzeugen, dass wir alle Haltestellen mindestens einmal angefahren haben. Ich meine, am Hamburger Zopf wären noch zwei gewesen, die ich vergessen habe auszuwählen. Aber das sehen wir dann gleich. Am Ende von dieser Tour. Halt, darüber. Na, noch ist sie gelb. Komm, schnell rüber. War zwar wahrscheinlich schon dunkelgelb, aber egal.
Und die Trophäe Regionalmetropolis ist. Ja, das heißt normalerweise, dass wir alle, ja, alle regionalen Cities angefahren haben. Ja, ich bin mal gespannt, ob es noch eine gibt wirklich für All Cities, weil in Flensburg waren wir ja noch nicht. Also ich glaube, diese Metropolitan-Trophäe, die am Anfang nach dem Spielstandladen reinkam, ich glaube, die habe ich schon zu früh bekommen. Ich glaube, die hätte ich erst kriegen dürfen gleich am Ende, wenn wir alles gehabt hätten. Aber ist egal, wir haben sie jetzt. Folge der Navigation zur Endhaltestelle. Dann rasten wir noch einmal. Springen zur Abfahrt. Ja, es war schade, dass ich keine Passagiere mehr seit einigen Folgen gerade einchecken muss, kann, soll, aber ich kann es nochmal nicht ändern. Wenn das ein Bug vom Spiel ist, müssen wir jetzt halt ohne neue Leute bis zur Endstation fahren. Wahrscheinlich sitzen nur noch 2 oder 3 People hinten im Bus drin, aber gut, wie gesagt, wenn keine Leute mit mir mehr mitfahren wollen und zusteigen wollen, vielleicht hat sich schon rumgesprochen, dass ich so ein Rowdy bin. Wer weiß das schon. Ich würde sagen, gar nicht so lange drum herum reden, sondern auf zur letzten Haltestelle für diese Tour. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Was haben wir denn jetzt noch? 111 Kilometer bis Flensburg, alles klar.
So, jetzt verlassen wir erstmal wieder Kiel. Da gab's ja nicht viel zu sehen. Ist halt Kiel. In Flensburg wohnt eine gute Freundin von mir. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Das Caroline. So, und jetzt auf dem Weg nach Flensburg nochmal ausnutzen, dass wir nachts haben hier im Spiel und nochmal Gas geben können, weil nachts ist der Verkehr echt am angenehmsten. Teilweise wird der eine oder andere schon wieder sagen, boah, es ist langweilig nachts, da ist ja gar nichts los auf den Straßen. Aber bei dieser KI seid ihr teilweise froh, wenn ihr auch mal ein bisschen Strecke habt, wo ihr einfach mal heizen könnt, ohne auf die KI Rücksicht zu nehmen, ohne dass die KI euch trollt und ärgert. Also wollen wir jetzt noch einmal bis nach Flensburg noch einmal so richtig schön Vollgas geben. Und da die am Ende die Endabrechnung sowieso für die Katze ist und sowieso nicht 100% übereinstimmt, ganz ehrlich, ist mir es jetzt auch egal, wenn das Spiel mir zwischendurch sagt, du fährst so schnell oder ich halte mich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Komm, zwischendurch muss man auch mal die Sau rauslassen und wirklich ein bisschen rowdyhaft fahren. Also wir geben jetzt Gas bis Flensburg. Sobald wir in der Stadt sind, gehe ich wieder vom Tempo runter. Aber bis dahin wird es einfach mal auf den Pinsel getreten. Sofern die KI das zulässt, also sofern wir wirklich freie Fahrt haben, immer vorausgesetzt, ne? Deswegen kann ich ja schlecht die KI vor mir herschieben. Weil da vorne sehe ich zwei rumfahren, aber mal gucken, noch sind sie weit genug weg. Mal gucken, ob wir jetzt überhaupt mit freier Fahrt bis nach Flensburg kommen. Ich hoffe es aber. Ich hoffe, ich kann relativ gut auf dem Pinsel bleiben und relativ schnell dahin kommen. Thank you.
So, Flensburg 500 Meter rechts abbiegen, wa? Schade, dass der Spiegel hier oben nicht geht. Dass dieser mittlere Spiegel hier leider in der Konsolenversion nicht geht. Also ich weiß nicht warum. Also die Außenspiegel funktionieren alle. Also warum dieser mittlere Spiegel da oben nicht funktioniert. Ich verstehe es irgendwie bis heute nicht. Weil dann könnte ich sehen, ob hinter uns noch Fahrgäste sitzen. Oder nicht, ob überhaupt noch wer im Bus ist. Weil es ist gerade sehr, sehr ruhig im Bus geworden. Aber wir sehen es jetzt an der Endhaltestelle, ob da noch welche aussteigen oder nicht. Weil wir sind nämlich schon in Flensburg angekommen, also das ging jetzt sehr, sehr schnell von Hamburg nach Kiel und jetzt nach Flensburg, also gefühlt ging das sehr schnell. Aber gut, ich bin ja auch gefahren wie ein richtiger Rowdy, wie so ein Henker, also von daher. Aber zwischendurch muss das auch mal sein, mal mit Absicht Vollgas zu geben. Weil wie gesagt, das Spiel 100% ernst nehmen kann ich leider nicht mehr, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Mal sehen, wenn denn dann endlich mal ein Update ist, wie es dann aussieht. Vielleicht wird es ja doch besser, weil wie gesagt, die Hoffnung stirbt ja letzten Endes bekanntlich zum Schluss. Wenn es wieder besser wird, dann versuche ich mich auch wieder wirklich an die Geschwindigkeiten zu halten und versuche natürlich noch ein bisschen mehr aufzupassen, aber jetzt momentan macht mir das Spiel zwar immer noch tierisch Spaß, sonst würde ich nicht so viele Videos davon machen, klar. Aber es gibt auch mal hier und da ein, zwei Folgen, wo ich sage, Leute, das ist mir scheißegal, wenn ich geblitzt werde oder zu schnell fahre. Das muss dann zwischendurch einfach auch mal sein. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Das ist zum Beispiel auch mal cool. Rechts und links parken Autos und wir müssen durch die Mitte fahren. Das hatten wir, glaube ich, bisher auch noch gar nicht. So, jetzt gucken. Jetzt müssen wir uns irgendwo hier einsortieren. Jetzt links, die erste Spur laut Navi. Ja, die erste. So, und dann... Pünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, okay, es gab noch Fahrgäste im Bus. Damit ist Flensburg auch freigeschalten. Sieht gut aus hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Schöner Busbahnhof. Ein kleiner, aber egal, was hatten wir noch drin? Drei Fahrgäste hatten wir noch im Bus zum Schluss. Okay. Doch, gefällt mir. Sieht gut aus hier. Ja, dann würde ich sagen, hier steht zwar G in dem Bus, aber was passiert denn noch? Wir können die Tour ja nur noch abschließen, ne? So. Ausloggen. Ja, wie gesagt, das überprüfe ich jetzt gar nicht mehr, weil die Hälfte davon stimmt eh nicht. Schnelldurchgang, ja, war klar. Einmal Schnelldurchgang, fortsetzen, reicht. Easy. So, und jetzt könnte ich eine neue Route erstellen. Aber jetzt will ich nochmal kurz was gucken. Waren wir jetzt wirklich überall? Nein, hier, Hamburg, da ist noch was grau. Grau, genau.
Das heißt, den einen haben wir und es gibt in Hamburg wirklich, wie ich gesagt habe, noch zwei weitere Haltestellen, die ausgegraut sind. Aber da steht es nicht mehr unentdeckt. Das ist das, was Tobi meinte. Dass die dann automatisch entdeckt worden sind. Aber insgesamt gibt es drei. Einmal die Tour, die wir ausgewählt hatten zum Schluss. Aber hier gibt es noch zwei andere Haltestellen, die ich euch aber noch nicht gezeigt habe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal mindestens eine Folge für Hamburg machen, wo wir dann die zwei fehlenden Haltestellen anfahren. Oder ich mache mal zwei Fahrten. Ich muss mir da echt was überlegen, wie ich da was mache. Vielleicht mache ich auch einfach mal Zellin Hamburg. Das war hier einfach nur eine große Tour runterfahren, weil Kilometer machen müssen wir eh. Für den Trophäe müssen wir auch 10 Touren, 50 Touren und ich glaube, also insgesamt, um das Spiel auf 100% zu spielen, müsst ihr eh 1000 Touren machen. Also kann man auch mal ein paar kürzere einbauen. Aber wie ich das jetzt genau weitermache, plane, ob ich jetzt wirklich eine Sehenswürdigkeiten-Tour mache, beim nächsten Mal im freien Modus oder was ich jetzt mache, jetzt seid halt ihr gefragt. Jetzt könnt ihr halt auch sagen, zum Beispiel, fahr doch mal hier Rotterdam, Mönchengladbach oder so. Also ich weiß immer nicht die Kilometerzahlen, aber ihr müsst halt bedenken, zum Aufnehmen habe ich immer nur circa eine Stunde Zeit, weil wenn ich nicht streamen kann, immer maximal eine Stundenfolge. Das müsst ihr halt bedenken in euren Wünschen. Oder wenn ihr jetzt halt zum Beispiel sagt, fahr jetzt Rotterdam-Wien, kann ich das auch machen. Aber wenn das dann nur Rotterdam-Wien ist, ohne Zwischenhalte, dann macht es halt keinen Sinn. Dann macht es für mich keinen Sinn, das zu machen. Weil ihr solltet dann, oder ich muss dementsprechend das dann einbauen, dass ich dann wieder, wie jetzt auch bei meinen eigenen Touren, dass ich dann halt mehrere Haltestellen dazwischen baue, so dass ich dann immer von Haltestelle zu Haltestelle fahren kann. Also wie es jetzt genau mit dem Spiel weitergeht, weiß ich nicht, weil wir ja auch das Problem haben, dass die Originalrouten hier, ich switch jetzt nochmal mit R1 oben auf Original, da steht nichts drin. Eigentlich sollen da ja die Originalrouten sein zum Fahren, aber da steht nichts drin. Also ist halt wirklich noch ein Bug. Wenn die jetzt da wären, sobald wir Originalrouten haben, kann ich auch die fahren. Also ich weiß jetzt noch nicht, inwiefern ich hier weiter eigene Touren erstelle und so weiter. Da waren unsere drei Shuttle-Routen, die wir gemacht hatten, genau. Aber inwiefern ich jetzt hier was mache, weiß ich nicht. Hier ist dann freie Fahrt halt, das ist klar. Im freie Fahrt-Modus ist dann, wie gesagt, das wäre dann, da könnte man sich jetzt hier irgendwo was aussuchen, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten machen würde, muss ich das immer vorher gucken, mich vorher schlau machen, wo sind welche. Und dann halt zum Beispiel sagen, ja, hier Albeck hat welche gehabt. Und dass ich dann halt wirklich sage, okay, dann mache ich in einer Folge hier, starten wir in Albeck. Gucken, dass wir hier, ja gut, Usedom war ja alleine die Sehenswürdigkeit, deswegen gab es auch die Trophäe dafür, für Bereise Usedom. Das habe ich euch ja gezeigt, dass wir da waren hier, da waren wir ja. Aber dann könnte ich hier in Albeck gucken, das ist dann noch hier irgendeine Seebrücke hier. Muss ich halt hinfahren und dann die einzelnen Dinge gucken. Also viele Folgen werden das nicht. Hier über die Brücke sind wir garantiert auch schon drüber gefahren, weil ich bin ja extra mit euch hier oben lang gefahren. Also wie ich da jetzt was plane, weiß ich nicht. Ihr könnt mir gerne Anregungen und Tipps in die Kommentare geben, was ihr gerne noch sehen wollt. Ich habe jetzt zur Kenntnis genommen, dass ihr gerne sehen wollt, dass ich auch nochmal ein, zwei Touren im realistischen Modus fahre. Ja, das hatte ich ja ganz am Anfang vom Let's Play schon glaube ich, Folge 1 oder Folge 2 gesagt, dass ich das auch mal machen will. Die freie Fahrt wollte ich euch auch näher bringen, aber gut, das habe ich ja jetzt schon zweimal gemacht, nein, dreimal. Ich glaube, meine Shuttle-Routen nämlich, ich meine nämlich meine Shuttle-Routen, das sind alles freie Fahrt gewesen. Nee, stimmt nicht. Saarbrücken, Luxemburg und Reims-Rauen nicht. Stimmt, die habe ich einfach nur so gemacht. Aber was haben wir denn in freie Fahrt gemacht? Doch, die freie Fahrt habe ich euch gezeigt bei der Tour, die Lila-Kuh-Trophäe. Wo ich die Lila-Kuh-Trophäe gemacht habe, da habe ich euch ja quasi die freie Fahrt auch mit schon gezeigt. Deswegen
Ich selber muss mir jetzt die nächsten ein, zwei Tage, glaube ich, mal ein bisschen Gedanken machen, nachdem ich diese Aufnahmesession gemacht habe. Also vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, vielleicht habe ich dann schon Ideen gesammelt bis dahin und dann kommen ein paar Stunden später oder ein, zwei Tage später schon die nächsten Folgen. Das kann ich euch jetzt aber Stand jetzt noch nicht 100% versprechen, bin ich ehrlich. Ab jetzt darf ich aber auch mal, sage ich mal, die eine oder andere Tour auch mir mal privat erstellen und privat ein paar Kilometer machen, ohne auf euch Rücksicht zu nehmen. Weil Tobi hatte ja zum Beispiel geschrieben, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da mal ein ganz, ganz großes Lob an unseren Tobi. Das ist eins, ja, nee, wenn ich das so sage, dann stoße ich den anderen Community-Mitgliedern wieder vor den Kopf. Aber ich versuch's mal anders zu formulieren. Ich bin immer sehr schlecht im Formulieren und Erklären, aber Tobi ist einer von den meisten Kommentarschreibern, also ich würde schon sagen, der Top-Kommentarschreiber. Ich hoffe mal, damit stoße ich den anderen, die auch hier und da einen Kommentar hinterlassen, jetzt mal nicht vor den Kopf. Wenn doch, dann Entschuldigung. Aber ich muss sagen, Tobi ist immer, der sagt, ja, das ist super, deine Videos, wie du das und das machst. Tobi sagt auch immer, das und das würde er noch ganz gerne sehen. Ab und zu tun auch andere Leute, wie so ein Sebastian, der hat jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben, ich finde deine Fernbus-Videos super, bitte mehr davon, bitte mehr davon, wo ich dann gesagt habe, es kommen doch zurzeit immer zwei, drei Videos am Tag. Also viel mehr kann ich dann auch nicht machen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt jemanden irgendwie unabsichtlich vor den Kopf gestoßen habe, dann tut es mir dafür leid, aber ich versuche mir halt Gedanken zu machen, wie geht das mit dem Spiel weiter, und da ist euer Feedback halt wichtig. Was soll ich als nächstes machen? Und so, und dann überlege ich das halt. Also ich habe jetzt noch für euch als Gedankengang halt, dass wir die eine oder andere Sehenswürdigkeit über das freie Spiel abklappern, dass wir einfach freies Spiel nehmen und dann an die eine oder andere Stelle hinfahren. Dann gehe ich halt zwischendurch, um die Folge voll zu kriegen, ins Hauptmenü, muss Spielstand neu laden, also neue freie Fahrtpunkt auswählen, um dahin zu fahren, dass wir mal in einer Folge so, weiß ich nicht, ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Das ist, wie gesagt, das, was ich am Überlegen bin. Habe ich ja schon in der einen oder anderen Folge gesagt. Was ich dann auf jeden Fall machen kann, ist ganz normal hier dann hier Flixbus und dann hier theoretisch hier neue Route erstellen. Zack, und dann Karte agieren, dann erstellen wir uns hier halt eine kleine Route, das müssen ja nicht immer so viele sein. Kann ja auch zum Beispiel, ich wollte eigentlich Köln mal anfahren zum Beispiel. Ich wollte mal nicht in Köln starten, weil wenn man in Köln startet, wie ja auch hier mein Standpunkt ist, wir haben ja das Let's Play in Köln angefangen, aber dann stehen wir ja direkt an dem Kölner Busbahnhof und ich wollte eigentlich auch mal in Köln ankommen, wie das dann aussieht, wie man da hinkommt, weil ich weiß, der Kölner Busbahnhof, so wie er hier im Spiel ist, existiert er leider nicht mehr. Leider. Weil ja, wie gesagt, Fernbus darf ja nur noch Leverkusen Mitte und Köln-Bonn Flughafen anfahren. Aber nicht mehr Köln Hauptbahnhof. Also da darf der Fernbus ja leider nicht mehr hinfahren seit vielen, vielen Jahren. Aber ich kenne das noch. Ich kenne das noch, wo Fernbus, Flixbus da anhalten durfte in Köln. Also der Busbahnhof, der stimmt wirklich so, wie er da steht. Aber wie gesagt, ich könnte ja dann auch eine kleine Tour machen. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel hier fangen wir in Frankfurt Airport an. Also hier ist es Frankfurt. Muss ich halt gucken, Frankfurt Hauptbahnhof. Und wo ist jetzt wieder Frankfurt Airport? Finde ich es wieder nicht. Dort da unten, da. Ich könnte ja auch mal sagen, wir fangen jetzt in Frankfurt Airport an und fahren dann einfach mal hoch nach Köln zum Beispiel. Und das Ganze dann halt im realistischen Modus mal, weil sich das halt auch gewünscht worden ist und ich ja gesagt habe, den werde ich auch mal machen. Also das sind so die Gedankengänge. Nochmal zwei, drei Touren so im realistischen Modus fahren, euch die Sehenswürdigkeiten zeigen und wie es dann aber mit dem Spiel weitergeht. Ich möchte mit dem Projekt weitermachen, weil mir der Fernbus-Simulator echt viel, viel Spaß macht. Aber wie genau? Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich gerade keinen Plan, weil wir jetzt alles gesehen haben. Was ich auf jeden Fall auch mache, ist euch nochmal in Hamburg dann die zwei fehlenden Haltestellen anzeigen. Wobei, hier fehlen sie jetzt wieder nicht. Wenn ich jetzt hier gucke bei Routerstellen, sind alle drei drin. Genau, da. Haltestelle Hamburg-Zock, Hamburg-Zopp, Hamburg-Zopp. Das ist halt das, was Tobi mir mal auch gesagt hat. Sobald man eine von drei anfährt, werden die anderen zwei freigeschalten.
Im Hamburg Zopp scheint das jetzt echt mal funktioniert zu haben. Aber wie gesagt, in Frankfurt Airport und in Nizza hatte es definitiv in meinem Let's Play nicht funktioniert. Könnt ihr ja gerne nachgucken, wenn ihr die dazugehörigen Folgen euch anguckt und so. Deswegen ist schon... Ja, dieses Spiel ist, hat manchmal auch echt Fragezeichen über dem Kopf. So von wegen, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber jetzt will ich auch am Ende der Tour hier nicht zu lange schnacken. Ich wollte euch nur das darüber mal aufklären, dass ihr Bescheid wisst. Also was ich jetzt genau mache, wie gesagt, kein Plan. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen helft und mir ein bisschen Feedback und Inspiration in die Kommentare schreibt. Nicht einfach nur, ja, Maulwurf, das hört sich alles gut an, was du vorhast, mach das mal, sondern vielleicht habt ihr auch noch die eine oder andere Idee, wie ich weitermachen könnte. Das würde mich halt freuen, wenn ihr da ein bisschen als Community ein bisschen mit fungiert, mitwirkt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann hinterlasst auch, wie gesagt, sehr gerne ein Abo. Das hilft nämlich dann auch dem Kanal und mir natürlich auch sehr weiter. Denn Support ist ja bekanntlich kein Mord. Gerne auch liken und so. Ihr wisst Bescheid. Die ganze Palette. Und dann erstmal, ich will euch jetzt auch nicht die ganze Zeit hier vollnölen. Hier, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. In welcher Art und Weise auch immer. Peace over and out. Euer Maulwurf. Ciao, ciao.